Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir befinden uns immer noch in Gratwald und zwar, um es genau zu sagen, hier ist der Wegschrein der Falinesti Winterstätte und wir befinden uns ein bisschen westlich davon, hier am Mundusstein der Fürst. Und zwar, nicht Funke, sondern Hinterfunke, liegt hier ein Runensteinfragment und das werden wir jetzt mal untersuchen. Ein steinernes Fragment, scheinbar aleidischen Ursprungs, wurde ans Ufer gespült. Wahrscheinlich ist es ein Trümmerstück von den Ruinen vor der Küste. Schauen wir uns das Ganze genauer an. Das Fragment ist mit Runensymbolen verziert, die ihr nicht entziffern könnt. Es scheint Teil einer größeren Tafel zu sein. Wenn ich die anderen Teile auftreiben kann, dürfte diese Tafel für den richtigen Gelehrten eine Menge Geld wert sein. Eine Menge wert sein, nicht Geld. So, und zwar befinden sich diese Fragmente irgendwo hier auf dem Weg. Das sind auch wunderschöne Runensteine, beziehungsweise ein wunderschöner Runenstein, den wir uns auch mal direkt schnappen können. Dann haben wir das obere Fragment. Leute, jetzt setzt doch nicht gerade in dem Moment hier was hin, wenn ich hier gerade was im Einsammeln bin. Das geht doch nicht. Da, in der Richtung. Da drauf. Ach, da war's. Genau. Das Kunststück ist nur noch da hochzukommen. Ich glaube, von hier... Ja, von hier aus geht das. So, irgendwas war hier auch. Ich weiß nicht mal genau was. Entweder hier oder hier in der Mitte, dass man das einsammeln konnte. Was sind jetzt hier schon wieder so viele Runensteine da? Das finde ich nicht nett. Die muss ich doch einsammeln. Ich mache doch sonst nichts mit dem Account hier, mit dem Let's Play Account. Und irgendwo, das ist dann nach hinten, nehme ich mal an. Schwuppdiwupp. Guten Tag, die Herren. Ich muss nur mal eben die Fragmente suchen. Ich werde sie auch nicht länger stören. Ich komme auch nicht mehr vorbei, wenn ich einmal fertig bin. Weil dann habe ich ja alles nur. So, mittleres Fragment. Das dürfte alles gewesen sein. Finde einen Gelehrten der Aleidensprache. Aber wo? Hier oben. Das heißt, wir müssten irgendwie da raus. Was ist das denn hier? Skoma-Händler oder was? Kommen wir mal lieber nicht zu nah. Nicht, dass ich da noch irgendwie in Schwierigkeiten gerate. Gut, jetzt sieht man es leider nicht mehr auf der kleinen Karte. Ihr habt mich nicht gesehen. Ignoriert mich einfach. Dankeschön. So, wir müssen jetzt irgendwie hier wieder den Berg hochkommen. Ach, da ist sogar ein Weg. Ha. Sehr schön. Links hatte ich jetzt keine Lust, da nochmal hochzuspringen, weil es ist immer so doof. Da muss man gleichzeitig blocken und rüberspringen, damit man nicht wieder abrutscht. Und ja, ich finde es halt ein bisschen doof. Ich finde es wirklich doof. Geht das hier hoch? Muss mir den Weg folgen, ne? Oh, da ist aber kein Gelehrter hier. War der da oben? Ich glaube, der war da, aber... Der Eingang ist nicht da. Das ist, ich komme ja gar nicht hoch. Das ist nämlich hier. Irgendwie. So. Hallöchen. Ist das... Ja. Das verraten mir die Runen. Die kleinen Veränderungen im Entwurf und den Strukturen sind einzigartig für die Walenwald-Aileiden. Ich wäre sehr daran interessiert, diese Tafel neu zusammenzusetzen und zu untersuchen, wenn ihr euch davon trennen könnt. Na, es kommt drauf an, wie viel ihr mir dafür geben könnt. Ich habe gehofft, jemand könnte vielleicht etwas damit anfangen. Sie gehören euch. Wie aufregend! Wir wissen immer noch nicht genug über die Aileiden, die hier einst siedelten. Ich bin froh, dass ihr damit zu mir gekommen seid. Ja, und ich bin ehrlich gesagt nicht ganz so froh, dass ich das nicht in der letzten Folge schon gemacht habe, weil... Das jetzt doch ziemlich kurz war. Wir haben einen robusten, schweren Schulterschutz erhalten. Hab Dank! Solch ein Fund ist besonders selten. Er könnte unser Verständnis für die Walenwald-Aileiden und für ihren einzigartigen Dialekt wirklich voranbringen. Ich muss sofort mit der Übersetzung beginnen.
Was mir übrigens gerade auffällt, wenn ihr die Quest auch machen solltet, wundert euch nicht, wenn ihr weniger Geld bekommt. Wir haben nämlich im Moment, glaube ich, den letzten Tag von 5 Tagen, wo man noch mehr Gold erhält, wenn man Quests macht. Oder halt durch allen möglichen Quellen. Was ist so besonders an diesen Fragmenten? Alle wissen, dass die Aileiden viele Geheimnisse hinterlassen haben. Und je besser wir sie verstehen, desto mehr erfahren wir auch über ihre Ruinen. Ihre Sprache ist ein Teil dieses Prozesses. Und als die Aileiden ihre großen Wanderungen unternahmen und sich ihr Volk aufteilte, bildeten sich Varianten ihrer Sprache. Und ihr untersucht eine dieser Varianten? Richtig. Wir wissen bereits, dass es kulturelle Unterschiede zwischen den Aileiden von Cyrodiil und denen im Valenwald gibt. Ihre Sprache unterscheidet sich auch. Und wir wissen viel weniger über sie als über das etwas geläufigere Cyrodiilisch. Alle Schriftzeugnisse, die wir hier finden, sind von großer Bedeutung. Ja, ist doch schön, dass ich ihr helfen konnte. Ist nur schade, dass die Quest so kurz war. Deswegen hätte die jetzt natürlich noch perfekt ans Ende von der letzten Quest gepasst. Ja, ist nun mal so. Das Problem ist halt, dass wir gerade draußen hoffentlich heute den letzten Tag 34 Grad haben. Und an sich ist das schon mit dem Wetter schon ziemlich warm. Aber wenn man dann die ganze Zeit natürlich im Kabüffchen drin sitzen aufnimmt, mitten in der Dachgeschosswohnung, dann ist es richtig, richtig warm. Und deswegen versuche ich jetzt aktuell auch so wenig wie möglich aufzunehmen und habe das nicht mehr so eine Woche auf zwei im Voraus alles aufgenommen. Deswegen, ihr könnt vielleicht bis durch das Mikrofon irgendwo spüren, wie ich hier anzuschmelzen bin. Oh, direkt bei uns in der Nähe ist noch eine Quest. Ich befürchte allerdings, dass die auch nicht ganz so lange sein wird. Die Aufzucht von Quama. Da werden wir uns doch mal hinbegeben. Ja, du... Och, blockier mir doch nicht den Weg hier raus. So, die Aufzucht. Irgendwo müsste hier doch ein Questgeber sein. Komme ich darüber? Komme ich da auch wieder hin? Weil das Problem ist, ne? Hier drin ein bisschen weiter unten, ne? Ach, ist das nicht... Doch, das war doch hier, wo ich... Das mit der... Doch, da komme ich auf jeden Fall raus. Da ist er doch. Oder sie? Ja? Ich kann immer noch nicht glauben, dass alles weg ist. Was sollen wir nur machen? Tut mir leid, meine Freundin. Wenn ihr wegen der Waren hier seid, dann fürchte ich, meine Vorräte sind alle. Ich habe die Quama in der Klettenwurzmine untersucht und musste alles zurücklassen. Selbst meine Unterlagen sind noch in dieser Mine. Ja, ich fürchte, ich weiß so in etwa, was wir machen sollen. Vielleicht kann ich helfen. Ha, bei euch klingt das so einfach. Darum könnte ich euch nie bitten. Die Mine wurde von aggressiven Quama und einem Schwarm wilder Donnerkäfer überrannt. Es ist zu gefährlich. Ach, ich habe gute Laune, auch wenn ich hier ein bisschen am Eingehen bin wegen der Hitze. Aber ansonsten habe ich gute Laune und ich bin sowieso immer sehr großzügig und du lächelst mich gerade so nett an. Ich mache das schon. Überlass die Sorgen um mögliche Gefahren mir. Wo soll ich suchen? Nun, es ist ja euer Hals, den ihr riskiert. Ja, nicht nur. Die Klettenwurzmine ist nicht weit. Sie liegt gleich hier am Fuß des Wasserfalls. Doch mein Lager war tief in der Mine, fast schon an ihrem Grund. Dort, wo die Quamanisten. Dort habe ich meine Notizen gelassen. Ich werde sie finden. Gott Dank. Es bedeutet mir viel, zumindest meine Aufzeichnungen zurückzubekommen. Seid vorsichtig. Wütende Quama sind gefährlich. Und dann sind da noch die Donnerkäfer. Ja, die mag ich nicht so. Die sind nämlich immer wieder woanders, das ist das Blöde. Was hat euch aus den Minen getrieben? Eine Plage von Donnerkäfern. In den ganzen 20 Jahren, in denen ich nun schon die Quama studiere, habe ich so etwas noch nie gesehen. Binnen einer einzigen Nacht war die gesamte Mine überlaufen. Aber daran können wir wohl jetzt nichts mehr ändern. Könnt ihr die Donnerkäfer nicht wieder vertreiben? Das wird jetzt nichts mehr nützen. Die meisten meiner Quama wurden getötet. Der Rest ist jetzt extrem aggressiv, weil etwas in ihr Nest eingedrungen ist. Trotzdem kann ich darüber wenigstens ein spannendes Kapitel schreiben, nicht wahr? Die Nacht der Donnerkäfer. Nun, an dem Titel muss ich wohl noch arbeiten. Ja, wie wäre das mit die Invasion der Donnerkäfer oder die Donnerkäfer greifen an oder... Ja. Ach, je mehr ich nachdenke, umso mehr wird mir bestimmt noch einfallen. Kann ich mit dir auch reden?
Nö, der will nicht. Der ist so depressiv jetzt, dass er gar nicht möchte, dass er mit mir redet. Tiefer kann ich hier... Ich kann nicht nur... Ich laufe einfach durch. Aber gut, ich bin zumindest nicht runtergefallen. Oh, Hallöchen. Ihr seid keine Donnerkäfer und nix, ich weiß. Schade, nur Krabbler. Ja, ich glaube, die geben auch kein... Nee, es heißt ja auch Schlammkrabben-Chitin. Das heißt ja nicht nur Chitin. Ich brauche dringend Schlammkrabben-Chitin. Ich werde wahnsinnig. Ich konnte jetzt zwei Schriebscheine konnte ich nicht machen, weil die nämlich auch Schlammkrabben-Chitin gebraucht haben. Und das ist natürlich dann ein bisschen doof, wenn man dann keins hat. Und irgendwie wird das nur teuer verkauft und das sehe ich ehrlich gesagt nicht ein. Oh. Hallo, nimmst du jetzt mal das Viech da hinten und nicht die ganzen Kleinen davor? Was war denn das jetzt? Alter! Euch mag ich nicht. Ihr folgt mir immer durch die ganze Höhle. So. Wir machen heute mal alles platt hier. Was bringt ihr mir ja eigentlich? Wie, das ist ein Fehler. Ach so, genau. Panzer war das. Naja, Panzer brauche ich nicht. Aber egal. Ich weiß gar nicht mehr, wofür Panzer überhaupt nötig war. Ich glaube, für Alchemie irgendwas, aber... Guten Tag, es tut mir leid. Ihr hättet euch auch einkriegen können, dann hätte ich euch nicht töten müssen. Kann ich gleich zurückgehen? Die Höhle ist jetzt wieder sauber. Ihr könnt sie wieder betreten, aber eure gesammelten Quamas sind alle tot. Ich weiß nicht, ob die das jetzt irgendwie besser finden würde. Keine Ahnung. Oh, Funke, du bist aufgestiegen. Cool. Neuer Aufschwung. Lutsch gut an. Achso. Du warst der Verliesboss. Das habe ich gar nicht gemerkt. Ich habe den einfach angegriffen. Entschuldigung. So, die Notizen haben wir. Die Scherbe nehmen wir natürlich auch direkt mit. Was ist denn da hinten in der Ecke? Da kann schon mal eine Chest sein. Wahrscheinlich läuft da auch nicht jeder rein, nehme ich mal an. Sei denn, dass hier irgendwas Besonderes drin ist. Aber weder eine Chest noch irgendwas anderes, was ich hier eventuell einsammeln kann. Och, jetzt ist der schon wieder hier. Ich bin doch gerade erst da gewesen. Geht das aber nicht. Was mit euch? Ihr solltet doch jetzt eigentlich wieder nett sein, jetzt wo die alle weg sind. Haben sie auch keine Lust drauf irgendwie. Achso, hier ist gar kein Ausgang. Ich muss zurück. Wieso sagt mir das denn keiner? Ich Idiot. Nee, Moment. Darum. So. War das jetzt eigentlich ein Spieler oder war das jetzt gerade ein NPC, an dem ich gerade vorbeigelaufen bin? Weil der lief die ganze Zeit so hoch und runter. Sonst hätte ich vielleicht mal mit dem gesprochen. Hm. Ja, aber ich gehe jetzt nicht wieder zurück. Nee. Na? Krabbler kann ich auch gebrauchen. Mit dem Let's Play-Account habe ich noch nicht geangelt. Den meisten Angler muss ich auch mal irgendwann danach holen. So, noch jemand? Nee. Aber hier können wir wieder neu looten. So, wie komme ich da jetzt wieder hoch? Moment, das war auf der Seite. Oh, Hallöchen. Ihr solltet übrigens nie den Fehler machen, reines Wasser oder so Wasserquellen liegen zu lassen, egal welche Art von Wasser es ist. Weil sonst lässt man es immer liegen und irgendwann bekommt man es nicht mehr. Ist es gestohlen? Natürlich ist es gestohlen. Kummer und Leid. Ist das der Name für zwei Quamer? Weil die Unterlagen, die habe ich dabei. Meine Aufzeichnung. Ja, genau. Ich kann es nicht glauben. Ich dachte, ich hätte sie für immer verloren. Die Mine ist tatsächlich ein gefährlicher Ort geworden. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt sind sie ja alle tot. Aber hier sind sie. Ihr wisst gar nicht, was mir das bedeutet. Das ist mein Lebenswerk. Alles, was ich in 20 Jahren Studium über die Quama in Erfahrung gebracht habe. Ich dachte schon, ich müsste aufgeben und mir etwas Neues suchen. Hab vielen herzlichen Dank. Nee. Also... Aufgeben ist absolut keine Option, das sage ich dir schon mal, liebe Nimriel.
Zum einen das und zum anderen, wenn man sowieso schon was gemacht hat, wofür man sein Leben lang ja ein Herz hatte, sage ich jetzt mal, eine Leidenschaft gehegt hatte, da muss man das natürlich auch weiterführen. Rückschläge sind keine Option aufzugeben, beziehungsweise sind keine Ausrede dafür aufzugeben. Wenn man Rückschläge hat, dann muss man halt was dafür tun, dass diese Rückschläge beseitigt werden, beziehungsweise dass ja, es abgefedert werden kann oder man wieder von vorne anfängt oder was weiß ich was, ihr wisst schon, was ich meine. Und dann geht's weiter. Also deswegen jetzt den großen Traum aufgeben. Und so kam das ja jetzt rüber, dass das so ihr großer Traum war mit dem Studium. Und ne, 20 Jahre Studium, das macht man ja normalerweise, also über Quama, das macht man ja normalerweise nicht, wenn man da gar keine Lust drauf hat. Und nee, also das ist keine Option, das dann aufzugeben. Auch nicht, wenn man irgendwelche Unterlagen verliert oder sonst was. Da muss man halt wieder von vorne anfangen. Das ist scheiße, aber man kann auch viel aus dem Gedächtnis aufschreiben zum Beispiel, in dem Fall jetzt. Und ja, aufgeben ist definitiv keine Option. Wir erhalten den Quama-Treibstock. Den hätte ich vielleicht in der Höhle gebraucht, damit ich die wegtreiben könnte. Das ist eine zweihändige Keule mit gestärkten Inhalt. Hört sich scheiße an und ist auch inhaltlich falsch. Mit der Eigenschaft gestärkt. So, jetzt haben wir's. Das war's. Naja gut, sie hat sich ja schon überschwänglich bedankt. Das ist ja schon okay. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wie ihr wisst, ich mache nicht gerne mehr als 2 Quests in einer Folge. Es sei denn natürlich, es ist die letzte Quest, die hier in dem Gebiet noch ist. Dann kann man das nochmal ausnahmsweise reinquetschen. Aber wir haben ja noch ein paar vor uns. Und zwar relativ im Norden von der Karte. Und auf eine freue ich mich auf jeden Fall. Die ist auch was länger. Aber ich glaube, davor haben wir noch 1 oder 2, die wahrscheinlich etwas kürzer sind. Muss ich nochmal auf der Karte gucken. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, die anderen Quests auch machen zu können. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.